Hallo meine Lieben, wir wollen heute ein bisschen was auf meinem Buch Erwachen, auf dem Cover arbeiten. Und zwar habe ich mir da überlegt, so einen Labelhalter zu nehmen. Ja, ich gucke da jetzt auch mal und das Vöglein muss auch mit drauf. Mal schauen, ich gucke jetzt mal, ich habe noch einen größeren, ob das besser aussieht. Aber ich entscheide mich doch für den kleinen. Der sieht einfach irgendwie eleganter aus. Ja, muss man auch erstmal richtig rum aufbringen, ne? Und ja, dann überlege ich jetzt, wie rum und wie man ihn natürlich jetzt aufbringt. Ja, ich denke, als erstes zeichnen wir uns das mal ein. Und ja, damit wir auch die richtigen Löcher haben, treffen. Sozusagen, ich muss nämlich gleich ganz böse das Journal durchstechen mit diesem wunderschönen Teil. Ah. Jetzt geht's los. Uiuiui, da habe ich ganz schön was durchzustechen, weil die Oberfläche doch sehr viel Material ist. Und es geht aber. Mit diesem Aal klappt das alles tutti. Ja, jetzt gucke ich nochmal das Label nochmal drauf. Und diese kleinen Teile kommen da natürlich da rein, um es festzuhalten. Ja, da hatte ich so ein bisschen Probleme, das durchzustechen. Habe dann erstmal auch probiert, ein bisschen rumprobiert, ob ich da etwas kleinere nehme. Aber es hat nachher auf jeden Fall geklappt. Jetzt gucke ich nochmal, ob das auch so klappt, ohne dass ich durchs ganze Journal steche. Ja, biegt das nochmal ein bisschen zurecht. Man sieht es leider nicht so gut. Ich mache es halt noch ein bisschen schmaler, damit ich da durchkomme richtig. Ja, und jetzt wird das auch besser klappen. Ja, das sieht auf jeden Fall besser aus. Und jetzt bringe ich das an. Da mache ich das nochmal, da seht ihr das noch ein bisschen deutlicher, dass ich unter diesen oberen Knauf da so ein bisschen drücke, um da besser durchzukommen. Das sind so wie diese kleinen, früher bei der Warnsendung musste man immer solche Teile anbringen. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt gerade heißen. So, jetzt ist es einigermaßen gerade. Ich schaue nochmal. Es ist ein bisschen schwierig da zu sehen durch das Gemalte vorne. Ja, aber ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Da gucke ich nochmal, ja, ob das alles passt. Und jetzt kommt das kleine Vöglein da drauf. Das muss ja auch noch festgeklebt werden, ist mir dann gerade eingefallen. Ja, dafür nehme ich am besten den, ich weiß gar nicht, was ich da benutzt habe. Ach da, diesen, ist das Tacky Glue? Ja, heißt Tacky Glue. Den habe ich ziemlich neu. Ich verlinke ihn euch auf jeden Fall auch in die Infobox. Noch habe ich nicht so viel Erfahrung damit. Also kann ich noch nicht ganz so viel zu sagen. Das Vöglein hat sich auf jeden Fall nicht gewölbt, als ich es aufgeklebt habe. Soweit kann ich es euch sagen. Ja, und jetzt kommt das kleine Vöglein da drauf. Und zwar wollen wir jetzt noch eine kleine Überschrift in das Label packen. Dazu habe ich hier dieses Band genommen. Das habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe. Kann ich euch leider nicht sagen. Ja, hier messe ich das erstmal ab. Soll ja auch eine ordentliche Größe haben und da reinpassen, ne? Und jetzt habe ich mir überlegt, nehmen wir doch mal meine Stempel und stempeln uns da was drauf. Nochmal ab.
abmessen und dann geht's auch schon los. So, was ich nur noch mit euch machen wollte, sind diese Buchecken. Die habe ich von Funkelkram. Ich kann euch das ja mal so ein bisschen zeigen. Ich hoffe, der zoomt das gerade so ran. Von Jutta von Funkelkram. Ich verlinke euch den Shop auf jeden Fall unten in die Infobox. So, ich danke Jutta wirklich dafür, dass sie so tolle Sachen in ihrem Shop hat, wie zum Beispiel so etwas. Denn auch das habe ich von ihr, dieses hier. Und schaut mal, wenn ihr hier so eine Ecke drauf macht, das sieht doch erstmal richtig aufgewertet aus. Ne? Also ich habe das noch nie gemacht. Ich werde jetzt ein ganz klein bisschen mit so einer Zange das antackern, obwohl ich gerade überlege, nur so ein bisschen, damit die, damit diese Wölbung weggeht. Oder mache ich das, soll ich vielleicht lieber zum Schluss machen. Ich überlege nämlich gerade, ob ich das mit Buchbinderleim auf jeden Fall anbringe. Ja, ich habe hier so einen Buchbinderleim. Der ist super, der trocknet matt und transparent. Das ist, wenn jetzt hier so Flecken entstehen, trocknet der und der trocknet wie Bolle. Also Hammer. Ich mache das dann immer so, ich mache das dann immer so, dass ich mir so ein kleines Hölzchen nehme und damit arbeite. Eigentlich habe ich es ja lieber, wenn man so eine Tube, also so ein Ding hat, wo man das reinpacken kann. Ich versuche das jetzt einfach mal auf blöd. Ich habe das noch nie gemacht, Leute. Ich mache jetzt einfach mal so ein bisschen rein. Dann mache ich das ran und dann mache ich es ein bisschen fest. So. Ist jetzt nicht schlimm, wenn das die Kleber ein bisschen hier ist. Und jetzt mache ich es ein klein wenig dran, wenn das hier noch absteht. Da muss man aber auch vorsichtig sein, dass man das nicht ganz verbeult, ne? Logischerweise. So, zack. Okay, richtig ranmachen. Super. So, das hier wird nachher noch weg sein. Das Weiße. Und das mache ich jetzt auf jeder Seite. Wenn ihr irgendeinen Tipp habt, wie man das sonst noch anbringen könnte, schreibt es gerne in die Infobox. Ich mache das zum ersten Mal. Jetzt machen wir das auf der zweiten Seite auch. Ich merke schon, man muss manchmal ganz schön drücken. So, eigentlich würde ich mir jetzt, seht ihr das? Der ist noch nicht richtig drin, also ich muss mir mal, ich habe hier so kleine Klemmen, die sind jetzt von meinem Papa aus dem Keller, aber ich glaube, sowas gibt es bei Action oder was auch. Ich mache es mal sonst mittig, so, genau. So verhindert das vielleicht auch, dass das hier an meinen Seiten klebt, weil ich möchte das hinten auch noch machen. Genau, so. Passt auch, 4 Klemmen. Perfekt. So. Ich wusste vorher gar nicht, dass es sowas gibt. Oh ja, das ist sehr locker. Das ist sehr locker, wie ihr seht. Vielleicht seht. Das muss man echt. Ja, das geht auch ganz gut. Das verbiegt auch nicht so schnell. Jedenfalls nicht so, wie man es nicht will. Ich mache es mal schön oben ein bisschen ran. So, zack. Ja, das sieht gut aus. Machen wir hier auch eine Ecke dran. Hoffentlich kleben die nachher nicht an den Ecken dran. Nein, will ich ja sehen. Der Buchbinderleim ist ziemlich hartnäckig, das wird schon klappen. So, jetzt, oh, nicht,
Meine Finger sehen wieder aus jetzt schon. Und es wird nicht besser. Aber man macht das ja gern, ne? So, jetzt bringe ich diese Ecke noch an. Zack. So. Sehr schön festmachen. Also ich liebe das, gerade das liebe ich so, dieses Buch gestalten. Ich bin so ein Bücherfreak. Sowieso. Ich lese auch total gerne. Und ja, ob es der Geruch von Büchern ist, ob es dieses Knacken, Knuscheln, Knuscheln. Ihr wisst schon, was ich meine. Das lässt sich, ja, muss man aufpassen, dass man das ein bisschen gerade macht. Mal schauen. Ich hoffe, das klappt jetzt so, wie ich mir das gedacht habe. So. Jetzt habe ich die alle dran. Ja, so geht das. Und dann lasse ich das jetzt erstmal so trocknen. So, jetzt ist es getrocknet und fertig. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Es gefällt mir sehr gut mit diesen tollen Buchecken. Sehr, sehr schön. Ja, wenn ich manchmal ein bisschen außer Bild war, dann tut mir das leid. Ich werde demnächst ja, an meiner Bildqualität und Größe vor allen Dingen arbeiten. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video.